Ja. Kamera live! Ja. Und ja. Action! Ja, Fischer, Rainer! Hallo mein Schatz. Hallo Lea. Wie geht's dir? Oh, den Umständen entsprechend. Wie geht's dir? Was machst du? Den Umständen entsprechend. Ein bisschen den Kopf freikriegen. Ich denke, ich gucke gleich, ob Adams und Rabe da sind. Ich fahre bei denen vorbei. Und der unverwundbare Herr Butters sah gestern ganz schön ramponiert aus. Ja, ich hätte auch nicht gedacht, dass Glas durch meine stählernen Muskeln kommt. Stählerne Muskeln, da musst du selber lachen. Bitte melde dich, wenn wir uns treffen können. Das mache ich. Bis später. Bis später. Boom! Hallo Alessio, wo bist du? Ryan, ja. Wir stehen seit einer halben Stunde bei dir am Haus. Ich komme rauf, ich bin auf dem Weg. Sieh, zwei Minuten gleich. Da. Guten Tag. Guten Abend, Ryan. Wie geht's dir? Ja, den Umständen entsprechend. Lass mal in den Garten gehen, nach hinten, dann können wir in Ruhe reden. Okay. Okay, erstmal Aufklärung für alle. Dein scheiß Outfit erinnert mich irgendwie verdammt an Ivanov. Geht das noch irgendwem so? Ja. Ich möchte ihm die ganze Zeit den Kopf abschlagen, jedes Mal, wenn ich ihn sehe, weil ich denke, Ivanov steht da. Wie hat der so gesprochen? Ja, die Koteletten, die machen es ja. Okay, egal. Naja, ich habe eben ein schönes Foto auf Twitter gesehen. Das hat Yassin gepostet. Ed Kalle Zuckerpuppe wartet. Die wäre da was für Noah eigentlich. Zuckerpuppen? Ja, wenn ihr euch die mal anguckt. Also ich fände, die wäre was für Noah. Einzigen Post, den ich bei Kalle sehe, ist irgendwie vor 4 Monaten mit so dreien. Yassin, habe ich gesagt. Ja. Ed Kalle. Ja, die haben doch irgendwie eine aus der Grove umgezogen oder so. Da halte ich mich besser erstmal von fern. Willst du es wissen? Nein. Oh, wäre das gut geworden. Ah, das müssen wir dringend nachholen, Alter. Ich bin froh, dass wir gerade nicht noch mehr Leute haben, die dann jetzt so einzeln alle 5 Minuten kommen und das nicht 26 Mal erzählen. Boah, ich kann das doch jetzt nicht alles noch mal erzählen. Morgen kommt Harris. Ja, also morgen kommt die wieder? Michael. Weiß ich nicht, gerne. Ja. Ryan war gestern doof, Ryan war emotional, Ryan hat Jose um Gefallen gebeten, die Crusader haben Lea und Adams entführt, von den Crusadern wurde den dann den Rest erfährst du, wenn du kein Praktikant mehr bist. Okay, gute Ausrede. Okay, reicht schon. Ich habe Protokoll geschrieben, ich kann Ihnen das dann geben. Hast du wirklich? Nein. Sie haben ein gutes Gedächtnis. Hätte ich mir jetzt bei dir vorstellen können. Sie. Hast du mich schreiben Ich stelle sehen? Auch einfach keine Fragen. Ich genau, kann heute Abend eins aufschreiben. Auf dem Gedächtnis so, du weißt von nichts. Dann kann man dich auch foltern und du kannst nicht anknicken. Genau. Würde ich sowieso nicht machen. Okay, wen schmeißen wir durch eine Scheibe? Apropos Scheibe. Sollen wir einmal zum Casino? Ich habe da was liefern lassen. Und augenscheinlich soll das da sein. Also eben war es nicht da, aber das Casino hat gerade angerufen, die Lieferung wäre da. Ja, dann lass uns zum Casino. Hat sonst noch irgendjemand was zu dem Thema hinzuzufügen? Ich stelle keine Fragen. Da haben wir auch schon lange keinen mehr vom Dach geworfen. Nicht, dass ich da Gefallen drin gefunden hätte. Wir können die Grove noch vom Dach schmeißen. Oh ja, das müssen wir auch noch machen. Das ist eine gute Idee. Ah, ich habe mein Auto noch ein Stück weggeparkt. Ich komme dann zum Casino nach. Moin, weil wir gerade schon im Besprechungsmodus waren während der Fahrt. Hat sich bei dir nochmal hier James gemeldet? Wegen dem Treffen? Das wäre ja in 3 Tagen. Nee, die letzte Information ist am 10. Am Haus. Unter 4 Augen. Also werden wir da alle aufschlagen, uns irgendwo verschanzen und vom Dach mit Musketen runterlucken.
Na gut. Ja, klingt gut. Okay. Das ist dann der Stand. Willst du ihm irgendwas antworten? Er sagt, er hat jetzt viel zu erklären oder so irgendwas, damit er nicht misstrauisch wird, wenn gar keine Antwort kommt? Nö, ich würde einfach mal abwarten, was passiert. Er wird ja wissen, dass ich angepisst bin. Ja, okay. Ja, nicht, dass er denkt, du bist so viel da. Der wird wissen, dass du es gelesen hast. Okay, gut. Okay. Bis dann. Ich weiß, wo Glasscheiben und sind. Und außerdem wurden, das ist generell schwierig. Ich hab's perfekte. No, es kann, alles kann nicht funktionieren, weil deine Wunden gestern ja auch schon versorgt worden sind, wenn der Medic eine Akte geschrieben hat und wir schicken Ronny dahin, dann wird er mit frischen Wunden dahin kommen. Ja, das heißt, wir brauchen wen, der den versorgt und womit er dann nach der Versorgung zur Überprüfung geht. Ja, die Crusader haben da ihren Home-Medic. Ja, und das fällt ja auch eigentlich nicht so auf, wenn der einfach 2 Tage zu spät zur Nachkontrolle geht. Das passiert ja die ganze Zeit, dass man zu Nachkontrollen zu spät kommt und dann kann man das Krankheitsbild auch gar nicht mehr so vergleichen. Ich hab definitiv hat der eigene Sachen drauf. Den perfekten Ort für eine Scheibe. Definitiv. Perfekter geht nicht. Aztecas Palace. Der Haupteingang wurde rechts und links jeweils mit Scheiben versehen. Ja, sieh. Das könnte man machen. Wir sollten vorher mit ihm zum Friseur, dass er dir wenigstens ein bisschen ähnlich sieht. Ja, aber also warte, wir können nicht Ronny da einfach durchschmeißen. Der muss das freiwillig machen. Ja, du, ich weiß, du kannst das, Alessio. Sieh. Aber der muss das freiwillig machen. Ja, wird er schon machen, wenn du dem sagst, hör mal, du hast Probleme, Ronny, wir haben dir geholfen und du hast nur einen gut und bla. Ich ruf den mal an, warte. Meine Fresse, dieser schlechte Einfluss von diesem Mittag. Das geht alles. Mahlzeit. Hallo, Ronny. Grüß dich. Komm mal rauf auf das Casino-Dach. Mach ich. Bis gleich. Bis gleich. Ob wir irgendwann mal was Gutes machen? Unser Ziel ist immer gut. Ja. Sieh für uns. Und das reicht doch. Der Zweck heiligt die Mittel. Wir hatten übrigens letztens eine Situation, ich weiß gar nicht mehr, was da genau Phase war. Auf jeden Fall brauchten wir jemanden, der eine Frau schlägt. Und du warst nicht da, Alessio. Irgendwas war da, ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Aber wir brauchten da jemanden, der eine Frau verprügelt. Dass ihr euch da alle so mit schwer tut, verstehe ich nicht. Das verstehe ich auch nicht. Ach, Noah, tu doch nicht so. Mensch ist Mensch. Ja, wenn er mir auf den Zeiger geht, dann kriegt er einen drauf. Mahlzeit. Hallo, Ronny, Alter, was geht? Ey, grüß dich, du. Hast du die Eimer mitgebracht, Alter? Niemals. Scheiße, ich hab die Eimer vergessen. Scheiße. Right. Funktioniert. Das klappt bei 100 Jahren nicht, wenn der sagt, ich bin Ryan Müller, ich bin zu nah und das. Nein, das soll auch nicht sagen, dass er Ryan Müller ist, sondern es soll nur eine Aktenlage geben über irgendjemanden, weißt du? Weil wenn jemand das sagen, dann dass findet. Er Ryan Müller ist. Nein, wenn jemand die Akten findet, gerade dann kommt er ja nicht drauf, dass das irgendwie was anderes sein könnte, weil er sich denkt, ey, nee, ey, das ist der. Das kann ja nicht sein. Alter, voll die Seuche. Alter, voll die Seuche, ey. Das ey, geht doch ja nicht. Denn jetzt überhaupt hier? Ey, wir wollten eine Party machen mit Eimern und du hast die nicht dabei, ey. Und wenn du Glück hast, kriegst du die Hauptrolle, Ronny. Ey, das wäre so was von gierig, ne? Junge, dann krieg ich die Weiber mit den Titten. Richtig. Ey, weißt du, wie groß die sind, Alter? Ey, wabu, schwabu, ey. Ey, da kannst du Motorboot fahren, Alter. Ey, Wischer, ey, buu. Ey, Ronny, das wird genauso geil, so gierig wie letztens, wie du hier im Casino reingefahren bist. Ey, machst du das für uns? Ja, aber was ist, wenn ich mir weh tue? Nee, also wir sorgen nicht dafür. Wir haben eine Mediziner dann für dich. Ja, und was ist, wenn nicht? Ronny, das ist ganz einfach. Du jumpst gleich oberkörperfrei durch eine Scheibe durch. Ja, holst dir ein paar Schnittverletzungen. Dann du wirst du von einem Mediziner behandelt. Dann du gehst in die Krankenhaus. Sagst du, ich bin zur Nachkontrolle hier. Ich bin ja gestern, hatte ich einen Autounfall, bin durch die Scheibe geflogen. Ich wurde grob behandelt und ich soll jetzt zu die Nachkontrolle kommen, ja? Daher kommen die Schnittverletzungen durch einen Autounfall, wo du bist ja durch die Frontscheibe gesägelt. Und wenn die dich fragen, wann das war oder wer dich behandelt hat, da sagst du, weiß ich nicht mehr. Gestern irgendwann. Irgendwann gestern. Du hast ja die Lücken, ja? Du hast ja noch nach diesen Verletzungen abends noch ein paar Mal die Bewusstsein verloren. Die waren ganz schwindelig und schlecht und ja.
Sie. Das heißt, du kriegst erstmal eine dicke Anzahlung von uns. Von Gott. 5 Scheinen. 5 Scheine kriegst du direkt. 5? Ja, auf die Kralle. Ich werd wahnsinnig, ey. Sieh, also, machen wir das jetzt, ja? Komm, wir fahren zu die Scheibe und gucken erstmal. Nee. Ey, komm, Ronny, das ist doch so gierig, Alter. Ey, so ein bisschen nervös bin ich ja schon. Ah, ne, das ist voll normal. So eine Scheibe, das tut ja schon weh. Ach, Quatsch. Nicht, dass wir den ganzen Abend jetzt noch so quatschen. Bitte nicht, sonst bring ich euch um. Ich red doch immer so. Wie soll ich denn sonst reden? Wo soll ich denn? Wo? Herr Butters, ich fahr einfach bei Ihnen mit. Du hast freie Auswahl. Aber fahren Sie anständig, nicht, dass den Karren wieder kaputt geht. Aber Herr Butters... Ja, was denn? Ey, wenn... Also, haben Sie die Nummer schon parat? Von was denn? Ja, von dem Mediziner. Ja, sicher, sicher. Vielleicht eins. Ja, wie? Aber vielleicht danach ist ja noch ein anderes. Und jetzt erstmal ein Mediziner, der hier hinkommt, auf Undercover. Ich schlag gerade jemanden zusammen! Ich brauch dringend einen. Die prügeln sich gerade noch. Ich gebe mein Bestes. Was ist, wenn sie nicht kaputt gehen? Ja, warte noch, bevor du da durchspringst. Wir brauchen erst denjenigen, der dich am Ende auch zusammenfliegt. Wenn das funktioniert, Ronny, dann schenke ich dir einen reinrassigen Rauhaardackel, ich schwöre. Ey, dann ist der Vater aber neidisch, ey. Reinrassig. Beste einfach Zucht so, mit Stammbaum, Ronny. Ja, solange der Stammbaum kein Kreis ist. Nee, natürlich nicht. Das geht 14 Dackel, geht der Stammbaum zurück. Ey, ich werd verkloppt, ey. Was los? Die haben vor 12 Minuten haben die das scheinbar wir gepostet. Verschaffen den Medizinern eine Akte über einen Typen mit Schnittwunden. Einfach nur vorsorglich, falls das FBI oder irgendwer darin rumschnüffelt, dass die die Akte sehen über den Typen, der gestern einen Autounfall hatte und sich denken, ah, okay, das kann damit überhaupt gar nichts zu tun haben. Falls da irgendwann mal irgendwas aufkommt. Reine Vorsichtsmaßnahme. Ronny springt gleich freiwillig durch eine Glasscheibe. Scheibe und muss brauchst dann... Brauchst du Tonis Nummer? Ich bin ja jetzt auch kein Geübter. Der ist aber, gerade bei uns auf dem Hof auch. Ja, kann der kurz vorbeikommen und notdürftig die Wunden versorgen und irgendwas wo zum Verbinden Casino, mitbringen? Nee, wir sind am Aztecas Palace. Aztecas Palace? Ja, da sind Glasscheiben, da springt er gleich durch. Ja, sicher, okay, ich frag ihn. Ja. Das ist sehr nett, danke dir. Alles klar, bis dann. Pass mal auf. Kennst du das? In hier Cobra-Serien und so. Wenn die noch eine Slow-Motion machen. Ja, dann... Dafür, wir haben doch extra 5 Kameras. Ja, richtig. Aber weißt du nicht, wie das funktioniert mit der Slow-Motion? Die machen das Ganze nochmal, nur langsam. Sieh. Ja, wie? Du springst durch die Scheibe, ganz normal. Ja, sicher. So, und dann am Ende wird das geschnitten. Mit dem Computer. Und dann nehmen die Szene, wo du ganz normal springst. Und in der Mitte machen die eine Szene, wo du ganz langsam springst rein. Die nehmen das 2-mal auf. Dann packen die das übereinander, oder richtig. Was? Richtig. Ey, das klingt ja schon ganz schön professionell. Natürlich, das wird ja auch ein Highlight. Aus dir soll ja ein Star werden. Ich will es hoffen. Ey, guck mal. Mahlzeit! Post hat mich gebeten, Herz. Grüß dich. Hallo. Kann ich helfen? Ey, pass auf, ey. Wir drehen einen Film. Okay. Und in dem Film geht das. Also, Ronny wird ein Superstar. Also ich. Aber für die Szene, mit der wir ihn. Also, mit der wir ihn zu einem Superstar machen, muss er durch die Glasscheibe springen. Verstehe. Du bist so ein Medic, oder? Das ist so richtig. Nee. Das heißt, wenn es ein paar kleine Schnittverletzungen gibt, dann, du kommst dann damit klar. Kannst du da ein Pflaster draufkleben? Die kriege ich vor Ort behandelt, das ist nicht das Problem. Perfekt. Okay, super. Vielleicht nur irgendwie was vors Gesicht machen, dass er nichts ins Auge kriegt oder so, weil das wird ein bisschen schwierig, aber ansonsten alles gut. Hast du eine Brille dabei, Ronny? Ey, da muss ich gucken, ob ich die irgendwo in der Tasche hab. Und wenn?
Ja, geil. Die ist ja, geil, perfekt. Junge. Die ist sogar direkt mit Sterne. Ey, die ist so gierig, die Brille. Meinst du? Ey, aber sowas von. Okay. Ey, ich werd ja auch ein Star. Gut, dann geht mal alle aus der Kamera raus. Nur Ronny muss die Show haben. So. Das ist aber jetzt ein richtiger Ronny, ich geb dir das Actionzeichen. Ja, wir lassen mich das erst sogar vorbereiten. Ja, Jungs, dann mach ein paar Anläufe. Jungs, ich muss euch die Kameras zeigen. Komm her. Hier ist eine Kamera in der Ecke. Hier hinten steht eine Kamera. Hier ist eine Kamera. Und vorne an der Scheibe ist eine Kamera. Sieh. Überall muss einer stehen, damit wir auf Rec drücken können. Ja, ich gehe da vorne hin. Du musst noch deine Oberteile ausziehen. Ach so. Ey, ich sehe hier die. Ist so gut. Sieh, so ist perfekt. Muss noch einer das Signal geben. Ey, Steinfeld, du stehst falsch. Du musst da hinten an die Kamera. Zu der Pflanze, genau. Nee. Ich mach mal gerade einen Testlauf ohne Scheibe. Ja, da. Sieh. Ey, du musst so richtig, ja, genau so, Ronny, genau so. Das ist gierig. Ja, sicher, sicher. Am Set alle auf Parat? Ja. Ja. Kamera live? Ja. Und ja. Action! Ja, sicher, sicher, rein da! Na, sieh. Der besser funktioniert, als ich dachte. Oh, Junge, was hat Sex, ey. Ah, Kamera, stopp! Oh, Junge. Ey, leck mich im Arsch. Guck dir an, wie die Scheiße sifft, ey. Ey, Ronny, das war so geil, Alter. Ey, Ronny, du wirst ein Star, Alter. Das war super geil. Oh, das sieht so. Bei mir das stand einer im Bild, da müssen wir CGI nochmal drüber gehen. Wir müssen gehen. Jetzt gleich die Slow Motion nochmal. Ach Gott, oh, Scheiße, ey. Oh fuck, Alter. Und das alles. Und das alles ja, nur noch in der Szene drehen. Wegen einem Alibi für einen Unfall von Butters gestern. Ne? Ja, von nix kommt nix, ne? Man muss auch wieder boah, ist das lustig, Alter. Leck mich im Arsch, ey. Gott, also. Ey, so. Leck mich am Arsch, ey. Okay, das ist erstmal alles dicht und sollte so weit halten. Aber komm, du musst noch durch die andere springen. Ey, wie durch die andere? Ja, natürlich. Die Slow Motion, Ronny. Genau. Sie. Jungs, stellt die Kameras alle jetzt auf langsam. Alle auf Position. Ich geb mein Bestes. Ey, Ronny, du schaffst das. Ich glaube an dich. So, für die Nummer brauchen wir nur zwei Kameras. Die sind auf Slow Motion gestellt. Alle bereit? Ronny, wie sieht's aus? Und Action, ja. Ronny, komm! Okay. Komm zu Papa! Achtung, komm her! Set, Kamera läuft! Und Action! Komm zu Papa, komm her! Komm, Ronny! Komm! Scheiße, ich hab vergessen aufzunehmen! Der Dino hat vergessen aufzunehmen! Oh, Entschuldigung! Das war voll mit der Nase, ey. Guck dir. Scheiße, meine Kamera lief gar nicht. Ey, die ist so ein bisschen Matsche, ey. Ja, die ist so ein bisschen schief. Warte mal, das könnte jetzt kurz irgendwie ein bisschen wehtun. Oh, nee, was das fett, ey. Ich glaube auch. Ja. Scheiße, was da. Oh boy. Da, oh. Oh. Ey, das war aber ein geiler Bogen, ey. Das muss ich ja schon sagen. Ja, sicher. Das war super geil, Ronny. Ey, vor allem in der Slow-Mo, ey. Wie dann die Nase so an der Scheibe, so schmier. Ey, und dann zapp ist die Scheibe. Und dann gehst du morgen zur Nahruntersuchung. Das solltest du auf jeden Fall machen. Ja, das... So wie sich das anfühlt, hab ich doch überall den Glasstaub drin, ey. Besser den Glasstaub wie Glaswolle. Ey, Glaswolle wird ja auch jucken wie die Richtig, Leute. Richtig, überleg mal. Du wärst in Glaswolle gesprungen, Ronny. Ey, das wär, hör mir auf, das wär zwar weicher gewesen. Ey, aber die Scheiße hätte ich ja nicht weggekriegt. Nie wieder. Ey, da hätte ich,
Das ist wie Klabusterbeeren. Einmal hast du das. Da wäre ne? mir und dann hast du das für immer. Juckt das. Ey, dann wäre mit die Haut wie so Schuppen einfach runter. Richtig. Das wäre wie Kombination aus Klabusterbeeren mit Hämorrhoiden zusammen. Ey, dann wäre mit die Haut wie so Schuppen einfach Richtig. Runter. Richtig. Das wäre wie Kombination aus Klabusterbeeren mit Hämorrhoiden zusammen. Aber für Klabusterbeeren hab ich wenigstens einen Kamm zu Hause. Der hat sogar Aloe Vera dran, ey, damit das nicht irgendwie so trocken wird. Was ist denn daran so lustig? Das gibt's vorne beim Klecker. Die sind das nicht gewohnt. Die kämmen sich einfach nicht. Oh, ihr müsst doch jetzt nicht weinen. Was gibst du dir mit Aloe Vera? Was mache ich? Was gibst du dir raus? Wenn die Klabuster wären. Ich kann nicht mehr. Weil das Problem ist, ey, wenn du richtig, weil wenn du akuten Durchfall hast, ne? Und dann wird das trocken, dann sind ja, das Klabuster-Rosinen. Junge, oh. das sind schon fast Pflaumen. Ey, und bevor sich dann Schorf bildet oder man da dran... Oh. Das Problem ist ja, du kannst das ja auch nicht rasieren, sonst läufst du, als ob du einen Kaktus... Ich muss ganz hätte. Dringend eine Zigarette rauchen. So wie Noah meinst du, jetzt weiß ich, warum das so läuft, ja? Ja, hey. Entweder rasiert er sich den Arsch oder er hat einen Kaktus dazwischen. Oh, ja.